In diesem Video mache ich ein Chili Baguette mit dem Bosch Cook It. Ich werde heute das erste Mal hier in dem Machen-Back-Studio mit dem Bosch Cook It ein Baguette machen. Und es gibt ein schönes Rezept für Baguettes mit Oliven. Da ich aber Oliven nicht mag, habe ich mir überlegt, ich mache halt einen Twist. Ich tausche einfach eine Zutat aus und das ist in dem Fall die Oliven, die fliegen raus und dafür kommen Chilis rein. Ich habe hier einen ordentlichen Sack Chilis, die sind auch ordentlich scharf, die haben Bums, habe ich aus Berlin, aus dem Gewürzhandel. Habe ich schon ein paar Mal ausprobiert, manchmal ist schon ein Tick zu viel und ich bin gespannt, wie die sich im Baguette machen werden. Und im Cook It machen wir logischerweise den Teig und später muss das Ganze natürlich im Backofen, das kann der Cook It nicht. Aber probieren wir es einfach mal aus. Und dafür mache ich den Cook It einmal an. Der bootet ein bisschen hoch, gefühlt immer noch so ein Tick langsam, aber da ist er schon. Und ich habe da auch meine Merkliste mit meinen Favoriten, da habe ich das schon reingepackt. Und wenn ich da drauf gehe, habe ich Baguettes mit Oliven. So. 1 Stunde 25 soll das Ganze dauern. Man braucht 5 Minuten Vorbereitung und 1 Stunde 20 für die Zubereitung. Logischerweise passiert halt auch einfach sehr viel, wo der Bosch Cook It einfach für sich arbeitet und hinterher der Backofen. Also die Action sollte für mich überschaubar sein und beginnen wir einfach mal durch das geführte Rezept zu gehen. Zubereiten. So, ich soll das Universalmesser einsetzen. Ich habe hier noch den 3D-Rührer drin und deswegen hole ich jetzt mal das Universalmesser. So, ich habe jetzt hier das Universalmesser. Das habe ich in dem Schutz, nehme ich halt raus und setze es ein. Dann klicke ich auf Weiter. Jetzt muss ich 500 Gramm Weizenmehl in den Topf einwiegen. Weizenmehl habe ich halt hier, ganz normales Typ 405. Ich habe auch keine richtige Ahnung, was da noch so alles gibt. Aber probieren wir das mal aus. So, es sind 350. So, jetzt habe ich ein Problem. Ich habe nicht mehr genug Weizenmehl. Ich habe nur 429. Also könnte ich jetzt theoretisch kleinere Baguettes machen. Probieren wir es einfach mal aus, oder? Ein bisschen Mehl muss ich mir aber schnappen, weil ich später auf der Arbeitsfläche halt noch den Teig kneten muss. Deswegen greife ich mal rein. So, jetzt wird es spannend, denn ich muss ja eigentlich alles so ein bisschen adaptieren, ein bisschen überall runternehmen. Ich habe 415 Gramm, also knapp, ja, sagen wir mal 18% weniger. Und eigentlich müsste dann ja logischerweise von allem anderen auch 18% weniger in den Teig rein. Probieren wir es aus. So, ich klicke mal auf Weiter. Jetzt muss ich einen Esslöffel Trockenhefe reinpacken und dafür habe ich einfach hier diese kleinen Tütchen mit Hefe. Die haben genau gepasst. Ich habe es einmal mal in so einen Löffel gepackt und die gehen auch schlecht auf. Na, klappt doch alles. So, die Hefe kommt dann einfach dazu. Ich meine, da jetzt irgendwie 18% sparen, ist glaube ich witzlos. Alles gut. Dann eine Prise Zucker. Zucker muss ich auch noch mal holen. Ich merke, man sollte vorbereitet sein. Eine Prise Zucker, was heißt das überhaupt immer? Ich habe ja auch null Backerfahrung und Kocherfahrung. Das heißt, ich habe, glaube ich, mal in einem anderen YouTube-Video gesehen, so was zwischen ein paar Finger passt. Was das auch überhaupt bringt, so ein bisschen Zucker, ich habe keine Idee. Aber wir haben es drin.
Dann 2 Teelöffel Meersalz. Teelöffel. Teelöffel. So. Man weiß auch nie, ob die gehäuft sein müssen oder nicht. Oder vielleicht gibt es da halt eine Standardinfo zu. Wenn ihr das wisst, schreibt es ruhig mal in die Kommentare rein. So, das haben wir schon mal geschafft. Dann 6 Esslöffel Olivenöl. Esslöffel müssen wir auch noch holen. Esslöffel. Und ich mache jetzt nur 5, weil ich ja weniger Mehl habe. Soweit, so gut. Weiter. 250 Milliliter lauwarmes Wasser. Da schnappe ich mir einmal die Tasse hier. Basquiat. Warte, bis das Wasser lauwarm ist. Und das Wasser werde ich jetzt auch ein bisschen anpassen. 250 Milliliter. Ich werde mal so 210 reinpacken. Obwohl, wenn 20, ja, probieren wir es mal mit 210. Ich sehe auf dem Cookit halt immer, wie viel ich einwiege. Das ist sehr schön gelöst. So, 203. Also komm, einen Schluck kann er noch. Zwar 17. Mut zur Lücke machen wir immer. Dann der nächste Schritt. Ja, alles erledigt. Also der nächste Schritt ist schon den Deckel zumachen. Schließen, Messbecher einsetzen, der ist eh schon drin, und alles miteinander verkneten lassen. Das macht er jetzt 3 Minuten lang mit Intervall anscheinend, und ja, lassen wir ihn mal machen. So, Vorhang ist beendet, ich soll auch weiter drücken. 3 Minuten später. Den Teig mit dem Spachtel nach unten schieben. Beim Bosch Cookit habe ich ja so einen Spachtel dabei aus Hartplastik. Und der Teig hat sich zu einer großen Kugel verändert. Was hat verändert? Er ist gebacken worden. Keine Ahnung. So, für mich ist das hier nach unten geschoben. Und es geht weiter in der Runde. Wie auf der Kirmes. Er möchte jetzt noch mal 15 Minuten bei 40 Grad den Teig ziehen lassen. Also, er braucht noch 14 Sekunden und dann wird er sich melden. Und in der Zwischenzeit habe ich mich schlau gemacht, habe mathematisch errechnet, sprich, ich habe den Taschenrechner vom iPhone benutzt, er hat sich gemeldet, er ist soweit, und ausgerechnet, dass ich für die Anzahl Mehl, was ich reingepackt habe, statt 700 Gramm nur 517 Gramm von den Chilis brauche. Das ist halt so, ja, wissenschaftlich jetzt erhoben. Man könnte die Chilis jetzt noch einmal cutten. Das werde ich aber nicht machen, weil ich es gefühlt erstmal von der Idee ganz schön finde, wenn die komplette Chili drin ist und wenn man hinterher das Baguette halt mit einem Messer schneidet, dass man dann entsprechend die Chili mitschneidet. Und vielleicht eine gute Idee, vielleicht eine schlechte, das werden wir rausfinden. So, Vorgang beendet. Ich mache den Deckel auf und ich soll jetzt, ich rede mal von 700 Gramm, was natürlich totaler Irrsinn ist, 70 Gramm.
Logischerweise von 517 bleiben dann 51 Gramm Chili drin. Ja, Mengenangaben sind schon mal nicht meine Stärke. Also gefühlt ist das zu viel. Oder wenn ich hier reingucke, ist das Ding ja schon mit Chili übersehen. Vielleicht ist der Teig auch nicht richtig aufgegangen. Ich belasse es mal bei 32. So, jetzt schließe ich den Deckel. Und jetzt wird alles miteinander verknetet. Für knapp 2 Minuten und regelmäßig soll ich den Teig nach unten schieben. Okay, auf jeden Fall werden die Chilis auch zum Teil geschreddert, weil es ist ja das Messer drin. Und ja, gefühlt. Würde ich sagen, habe ich eventuell zu viel reingepackt, aber das ist ja der halbe Spaß hier. So. Ja, also so schlecht sieht der Teig mittlerweile nicht aus. Also die Chilis wurden geschreddert, also muss man sie auch eh nicht klein schneiden, selbst wenn man denkt, das ist eine gute Idee, weil das macht jetzt der Cook jetzt selber. Und vermischen sich gut mit dem Teig. Also ich will da mal nicht meckern, bin jetzt wirklich gespannt, wie hinterher das Ergebnis wird. So, jetzt noch einmal hier nach unten mit dem Ding. So, der Teig ist fertig. Ich mach's mal auf und ich finde, der sieht richtig gut aus. Also die Chilis sind halt geschreddert worden, dadurch sind die Chilikörner rausgekommen und die haben sich 1A mit dem Teig vermengt. Und wenn ich jetzt auf weiter klicke, dann soll ich erstmal das Universalmesser entnehmen. Jo, logischerweise, da ist noch ein bisschen Teig dran, der kommt runter. Pro-Tipp ist, ab jetzt auch schon mal nicht mehr ins Gesicht und in die Augen fassen. Sollte man generell in der aktuellen Zeit nicht tun. Kommt da noch ein bisschen Teig. So, dann kommt das weg. Jetzt muss ich den Teig noch mal nach unten schieben. An Chilikorn. So, Teig nach unten geschoben. Jetzt hat der Teig noch mal 20 Minuten Zeit gehen zu lassen und ich tippe auf Start und wir sehen uns gleich wieder, wenn er es geschafft hat. So, da sind wir wieder. Der Teig ist aufgegangen, hoffe ich zumindest. Schauen wir mal nach. Das sieht gut aus, würde ich sagen. Riecht auch schon extrem scharf. Ja, wie geht's weiter? Ich soll den Teig aus dem Topf nehmen und auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche zu einer Kugel formen. Den Teig in 2 Teile teilen und zu länglichen Baguettes formen. Dann machen wir das mal. Das ist er. So, was ich hätte machen sollen laut Cookit, während der Teig aufging, ist, ich hätte ein Backblech anfetten sollen und vorbereiten, um halt hinterher die Baguettes draufzulegen. Das habe ich nicht gemacht, denn ich habe mir eine Backform für Baguettes geholt. Sprich,
ich muss das Backblech nicht anfetten, denn ich kann die ja hier reinlegen und dann sind die schön luftig. Ihr seht es, ich habe schon benutzt. Bestens vorbereitet. Das Interessante bei diesen Backblechen ist übrigens, man kann nicht jedes nehmen. Ich habe mich bei Amazon mal durchgeklickt und das, was ich jetzt habe, habe ich auch hier unten in den Notizen zu dem Video verlinkt. Denn die halten nicht jede Backtemperatur durch. Manche machen schon bei 140, 160 Schluss. Und ich glaube, wir backen gleich mit 180 oder 200 Grad. Und das war das Einzige, also genau das, was ich auch verlinkt habe, was ich gefunden habe, dass diese Hitze aushält. Ansonsten sind die Dinger dann hinterher, ja, kurze, ne? Es gibt welche aus Silikon, die halten nicht so viel aus. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn, ist eine gute Investition. So, eine Kugel ist das jetzt nicht gerade, aber wir machen ja auch Baguettes und jetzt teilen wir den Teig in zwei Teile. Oh, man kann noch mal gut sehen, wie die Chilis sich in den Teig reingearbeitet haben. Herrlich. Und ich glaube, mit den 400 irgendwas Gramm werden das zwei schöne, leckere, handliche Baguettes. So. So, das nenne ich mal ein schön geformtes Baguette, zumindest das, was in meinen Fähigkeiten liegt. Das kommt hier drauf, das kommt hier drauf. Mal ein bisschen anpassen. So, und jetzt muss ich es abdecken mit einem Küchentuch und an einem warmen Ort 15 Minuten nochmal beruhigt chillen lassen. Und hier ist es eigentlich warm genug. Das heißt, es chillt jetzt hier eine Runde. Während das Baguette da oben chillt, bereite ich mal den Backofen vor. Laut Cookit soll ich Ober- und Unterhitze machen und 250 Grad einstellen. Ich habe gerade ja gesagt, ich dachte bei 180, 200, aber nee, es geht sogar auf 250 hoch und das gönnen wir ihm jetzt auch. Das Brot hat jetzt 15 Minuten geschillt. Der Backofen ist übrigens nicht so schnell dabei. Der hat jetzt gerade mal, glaube ich, 180 Grad, habe ich gerade geguckt. Aber gucken wir uns mal lieber das Brot an. Das, finde ich, sieht richtig gut aus. Also echt gelungen. Jetzt haben wir noch eine Aufgabe. Wir müssen es mit Wasser bestreichen. Dafür ist hier die Basquiat-Tasse wieder am Start. Und ja, machen wir das mal, ne? Ich weiß auch nicht, wie viel Wasser zu viel Wasser ist. Das Gute ist, wenn ich zu viel Wasser drauf packe, das tropft ja durch, weil sind ja Löcher in der Backform. Ich weiß auch nicht, warum man das macht. Vielleicht, wenn das jemand von euch weiß, kann er es mir gerne unten in die Kommentare schreiben. So, ich glaube, das ist genug Wasser. Jo. Jetzt müssen wir es noch mal einschneiden. Ich weiß auch nicht, was die richtige Anzahl ist. Ich schneide einfach mal. So, und jetzt sind die Kollegen eigentlich fertig. Und ich muss jetzt noch warten, bis der Backofen auf 250 Grad ist. Ja, wir haben jetzt knapp 210 Grad erreicht und ich habe keinen Bock zu warten. Und wir sind ja experimentell hier heute. Das Rezept ist auch nicht hundertprozentig. Deswegen packen wir die Baguettes doch einfach mal rein.
Wir haben es geschafft. Es ist vollbracht. Das Chili Baguette, beziehungsweise die Chili Baguette sind ja zwei, aber ich habe jetzt mal eins hingelegt, sind fertig. Ja, ist noch warm. Und lass mal auseinanderbrechen. Dann sehen wir schon schön, wie hier die Chilikörner sich da drin verewigt haben im Teig. Und ist halt wirklich schön fluffig. Gar nicht mal so scharf. Doch, es ist scharf. Aber echt lecker. Ja, das ist halt also Chili Baguettes aus dem Bosch Cookit. Das Rezept ist hier. Und hier ist meine Adaption für heute, weil ich ja das mit dem Mehl versemmelt habe. Ja, ich futter jetzt weiter hier mein Baguette. Sehr lecker. Und hoffe, ihr habt Spaß bei dem Video gehabt. Ich werde noch weitere Back- und Kochvideos machen, denke ich. Und immer mit dem Fokus auf Thema Schärfe. Denn das ist auf jeden Fall eine gute Idee, finde ich. Und ja, wenn ihr mir ein paar Fragen beantworten konntet, ich habe ja ein paar Sachen, über die ich mich gewundert habe, weil ich keine Ahnung vom Backen und Kochen habe, schreibt sie gerne unten rein. Ansonsten hier das übliche YouTube-Zeugs, ne? Gerne abonnieren, liken, hier die Glocke und den ganzen Krimskrams machen. Ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video. Ciao.